Eines hat vor allem die Pressekonferenz von Jerome Powell gestern klargemacht: Die Bekämpfung der Inflation ist oberste Priorität, dann kommt lange gar nichts, auch nicht die Aktienmärkte. Und das bedeutet, dass der sogenannte Fed Put, also das angenommene Sicherheitsnetz unter den Märkten durch die Notenbank, erstmal weg ist, zumindest ziemlich tiefer gelegt ist, könnte man sagen. Und dementsprechend sind die Märkte von einem sehr freundlichen Auftakt im Gefolge des Statements der Fed dann in Reaktion auf das, was Jerome Powell gesagt hat, ziemlich auf die Nase gefallen. Und wir wollen uns die aktuelle Situation mal anschauen. Was bedeutet das? Welche Konsequenzen hat das? Und wie könnte die ganze Geschichte weitergehen? Starten wir zunächst mal mit dem Optimismus. Da waren viele haben sich gesagt, naja, also wie soll die Fed da hawkisch noch übertreffen? Das wird ein bisschen dovischer, man wird Beruhigungssignale geben. Selbst die größten Bären, so hier ein Artikel, waren nicht sehr hawkisch oder haben geglaubt, dass da jetzt ein Spike nach oben kommen kann bei den Aktienmärkten. Und so kam es dann auch, als eben das FOMC-Statement veröffentlicht wurde. Okay, da ist klar geworden, Tapering im März vollendet, so viel war klar. Es war klar, dass die Fed die Zinsen anheben will, aber nicht wie oft und wann genau, dass die Fed die Bilanzsumme reduzieren will, aber nicht wann sie damit anfängt und in welchem Volumen. Und dementsprechend konnte man da das Beste herauslesen. Also man hat gesehen, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Das war zunächst die Reaktion, aber dann kam eben die Pressekonferenz von Jerome. Und die hat gezeigt, dass es für die Fed eben unmöglich ist, die Inflation zu bekämpfen, ohne die Märkte zu schocken. Beides geht nicht. Entweder bekämpfe ich die Inflation und handle entsprechend, dann werde ich die Märkte schocken, oder ich tue es eben nicht, dann werde ich die Märkte nicht schocken, aber dann bekämpfe ich eben nicht die Inflation. Hier ein paar Aussagen. Natürlich hat sich Paul auch vage gehalten, wann genau man die Zinsen anhebt, wie genau die Bilanzreduzierung ist. Das alles hat man auf ein bisschen später verschoben, aber es kam dann doch relativ dick mit vor allem zwei Sätzen. Ich glaube, there is quite a bit of room to raise interest rates without threatening the labor market. Die Fed hat ja zwei Hauptaufgaben. Einerseits den Arbeitsmarkt und andererseits die Preisstabilität. Die Preisstabilität ist derzeit nicht gegeben. Insofern verletzt die Fed ihr zweites Mandat. Aber jetzt sagt sie eben in Gestalt von Jerome Powell, ja, wir können die Zinsen öfter anheben. Das wird dem Arbeitsmarkt nicht schaden. Das wird ihn nicht schwächen. Jetzt hat die Fed natürlich inoffiziell ein drittes Mandat, nämlich Sorge dafür, dass die Aktienmärkte nicht crashen. Aber die Priorität hat sich also verschoben. Denn das zweite Ziel, Arbeitsmarkt, das wird durch Zinsanhebungen nicht betroffen, die Aktienmärkte vielleicht schon. Und dann eben auch dieser Satz von Paul, dass die Stärke der gegenwärtigen Wirtschaft eben ein schnelleres und baldigeres Vorgehen ermöglichen würde. Diese Kombination zwischen diesen beiden Sätzen war es, die die Märkte dann ziemlich unter Druck gebracht hat. Das erinnert alles so ein bisschen an den Satz von 2018 von Jerome Powell: Wir sind weit weg von neutral, also wir sind weit weg von einer neutralen Geldpolitik. Damit hat er angedeutet, dass die Zinsen weiter angehoben werden und die Bilanz eben auf Autopilot reduziert werden soll. Damals 20% Korrektur des S&P 500 im Gefolge solcher Aussagen. Aber wir sehen, dass eben die Märkte darauf nicht gerade begeistert reagiert haben. Hier sehen wir noch die Freude. Pressekonferenz war alles noch schick und dann booms, ging es nach unten. Sobald die Pressekonferenz dann beendet war von Jerome Powell, ging es dann auch wieder ein bisschen nach oben. Und hier unten in der Grafik sehen wir mal, wie die verschiedenen Fed-Chefs abschneiden, was die Performance betrifft, also die Performance betrifft, während der Pressekonferenz. Und Paul ist jetzt an letzter Stelle. Das ist auffällig. Bernanke war es, derjenige, der immer die Pressekonferenzen so gestaltet hat, dass die Märkte dann gestiegen sind mit weitem Abstand. Ja, man wird sich an Bernanke jetzt erinnern bei den Bullen und sagen, ach, war das schön. Denn jetzt eben gibt es eine andere Priorität, das ist die Inflation, und diese Priorität ist gegeben worden dem neuen und alten Chef, Fed-Chef von US-Präsident Biden, der gesagt hat, bekämpfe mir die Inflation. Und jetzt ist es schlichtweg so, dass eben 40% der Amerikaner haben praktisch null Rücklagen, und die Inflation kickt die aus dem Konsum raus, kickt die aus dem Wirtschaftsleben raus, weil die
wirklich mit jedem Cent kalkulieren müssen. Wenn die Preise massiv steigen, dann ist das ein riesenpolitisches Thema, fast für die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung. Und so hat Stephen Vermeter zu Recht gesagt, also viele erwarten, dass das dovischer wird, aber der Präsident, also der Fed-Präsident, hat den Auftrag gegeben, bekämpfe mir die Inflation. Ich hatte gestern dann noch einen kurzen Artikel geschrieben, Paul killt die Rallye und opfert die Aktienmärkte. Ja, die Aktienmärkte eben nicht Nummer 1 Priorität. Das hatte ich schon versucht zu zeigen in meinem Marktgeflüster von vorgestern. Fed-Inflation, Joe Biden und Millionen von Investment-Genies, wo eben diese Priorisierung von Inflation das eigentlich neue Element ist. Und dass man irgendwie etwas tun muss, dass die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen denjenigen, die profitiert haben von dieser ultralaxen Geldpolitik der Fed über Hauspreise, über Aktienpreise, da sehen wir mal, wie krass diese Geschichte inzwischen geworden ist. Also gesellschaftlich ist das vielleicht gar nicht so schlecht, denn wir sehen das Auseinanderdriften unten etwa in der Grafik in Sachen Einkommen. Das wird immer größer. Wir sehen, dass diejenigen, die eben Assets haben, massiv profitiert hat. Der US-Finanzsektor ist 6,3 Mal das US-BIP, war noch nie annähernd auch so hoch wie derzeit. Und das heißt, die Wall Street hat gewonnen, Main Street, also die normalen Leute, haben verloren. Und das wird jetzt unter einer demokratischen, US-demokratischen Geldpolitik, die von Biden praktisch angeordnet wurde an Paul, natürlich anders gemacht. Und das ist vielleicht fragwürdig insofern, als die Fed ja eigentlich unabhängig sein sollte, aber vielleicht gesellschaftspolitisch, wenn die Dinge nicht weiter auseinanderdriften und Amerika ist ja schon sehr, sehr stark gespalten, dann wird es schwierig. Hier nochmal von Heather Long von der Washington Post eine Zusammenfassung. Seid bereit für eine März-Zinsanhebung. Okay, das war ja ohnehin klar. Aber dann Maximum Employment. Wir haben also das erste Ziel erreicht der Geldpolitik, nämlich maximale Beschäftigung, Vollbeschäftigung. Inflation getting worse. Das ist genau das, was die Märkte nicht hören wollten. Die wollten von Paul hören, die Inflation, die wird bald wieder runtergehen. Mehr als 3 Zinsanhebungen sind möglich. Und not worried about markets. Also er hat jetzt nicht versucht, auf das Quengeln der Märkte wirklich einzugehen. Und wir sehen eben dann, dass die Fed Fund Futures reagiert haben, teilweise sogar 5 Zinsanhebungen eingepreist haben. Nomura erwartet bei der nächsten Fed-Sitzung einen Zinsschritt von 0,5% und die Reaktion der Märkte eben dementsprechend. Etwa der Nikkei 14 Monate tief 3% unter Druck. Vor allem aber, was viel wichtiger ist, die US-Renditen sind massiv gestiegen. Etwa hier die 10-jährige US-Staatsanleihe. Bums, ist dann gestern Abend noch auf 1,88% nach oben geschossen. Die Rate-Hike-Expectations bis Dezember 2022 sind nach oben geschossen. Also der Anleihenmarkt hat diese hawkischen Aussagen voll eingepreist. Der S&P dagegen, also der amerikanische Aktienleitindex, der war 2% im Plus, ist dann doch noch ins Minus gedreht. Das erste Mal seit April 2020. Und die zweijährige US-Staatsanleihe mit dem größten Tagessprung nach oben seit dem März 2020. Also Paul hat wirklich auf alles sehr hawkisch reagiert. Das ist nicht mehr der alte Paul, der gesagt hat, Inflation transitory, und der immer praktisch die Aktienmärkte gestreichelt hat und gesagt hat, euch wird nichts passieren. Das war damals aber vorwiegend noch unter Trump. Jetzt haben wir eben einen demokratischen Präsidenten und sub ist die ganze Geschichte anders. Wir sehen, dass sowohl Nasdaq als auch S&P als auch Bitcoin, alles hat ähnlich reagiert. Also entweder alles steigt oder alles fällt. Wir sehen aber, dass vor allem die Zinskurve sich massiv verflacht. Hier etwa die 35-Jährige ist jetzt so tief wie fast in 3 Jahren nicht mehr. Also die Zinskurve hat sich verflacht, die Renditedifferenz zwischen 35-jährigen Staatsanleihen. Das zeigt die Sorge der Anleihenmärkte, dass die Konjunktur sich abschwächt, weil die Fed eben zu stark auf die Bremse tritt. Und wenn man hier Christopher Barrow mal folgt in deiner Zusammenfassung, dann eben die Gefahr, dass die Bilanzsumme früher reduziert wird. Nicht ausgeschlossen, dass bei jedem Fed-Meeting, dass jedes Fed-Meeting ein Live-Meeting ist, also auf jedem Meeting die Zinsen angehoben werden kann und die Inflationssituation noch ein bisschen schlechter, als sie auf der Dezember-Fed-Sitzung war. Also das ist natürlich schon ziemlich harter Tobak. Jetzt sehen wir, dass die Real Yields, also die realen Renditen, Renditen minus Inflation, so wenig negativ sind wie seit Juni 2020 auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sehen wir, dass diese hawkische Haltung der Fed jetzt auch bei
den sogenannten Credit Default Swaps nicht mehr vorbeigeht. Da wird jetzt ein größeres Pleiterisiko für Unternehmen eingepreist, vor allem für die wackeligen Unternehmen, die schlechte Bilanzen haben, die eigentlich vielleicht kein Geschäftsmodell haben, das war aber alles egal, solange die Fed Geld gepumpt hat, ohne Ende. Jetzt wird das Geld knapper, jetzt wird Liquidität entzogen, jetzt sieht man, wer in der Flut nackt gebadet hat und wir sehen diese massive Nervosität ja ohnehin schon in den letzten Tagen, etwa beim Dow Jones. Vor drei Tagen 1200 Punkte Range, dann 1000 Punkte Range, dann 938 Punkte Range und erstaunlich ist, dass von den 26 Aktien oder Unternehmen, die gestern berichtet haben und die meisten ja Earnings per Share besser waren, also Gewinn pro Aktie besser waren, sogar auch bei den Umsätzen, aber dennoch sind sie durchschnittlich um 2,2% gefallen. Also da ist durchaus was los. Fundstrat sagt jetzt, okay, dieses Reversal, das wir gestern bei den US-Aktien gesehen haben, also diese Umkehr von S&P mit plus 2% dann noch ins Negative, dürfte dann zu einem Test der Montagstiefs nochmal führen. Wenn die Marke von 4.287 gebrochen wird, dann dürften Kurse bis 4.180, 4.200 im S&P 500 drin sein. Man sieht hier diesen Bruch dieser Aufwärtstrendlinie. Wir sind kurzfristig, keine Frage, sehr stark überverkauft, nach wie vor. Aber es gibt eben auch noch sehr viel Hebelung im Markt und noch sehr viel Potenzial für Enthebelung. Also wenn die Amerikaner dann feststellen, meine Gewinne schmilzen, ich gehe jetzt doch mal besser raus, da ist eben noch Potenzial durchaus für einen richtigen Schock, für ein richtiges Blutbad, könnte man sagen, für eine Panikreaktion, die dann vielleicht einen Boden ausbildet. Wann der Boden kommt, weiß man nie. Sven Henrik hat, wie ich gestern schon gezeigt habe, darauf hingewiesen, dass so durchschnittlich 20% eigentlich das Maß ist, wo die Fed beim S&P 500 nervös wird. Aber jetzt hat eben die Inflation die oberste Priorität. Deswegen muss man die Frage stellen, gilt diese 20% noch als Faustregel? Apropos Zahlen, wir hatten gestern die Zahlen von Tesla gesehen, eigentlich gut, besser als erwartet, Aktie zuerst dennoch unfreundlich, auffallend und dann später hat sie sich erholt, nur noch knapp im Minus gewesen, auffallend wieder mal die Aussage von Elon Musk, der sich bequemt hat, in dem Conference Call teilzunehmen, also dieses Jahr werden wir Full Self-Driving this year werden wir erreichen, also selbstfahrende Fahrzeuge wird dann endgültig funktionieren. Das hat uns Elon Musk schon seit 2018 erzählt, jedes Jahr neu, also täglich grüßt das Murmeltier. Bisher ist es noch nicht so weit, das alte Muster von Elon Musk, verspreche etwas, verspreche etwas, verspreche etwas. Und wenn es nicht kommt, dann versprichst du es einfach nochmal. Und wir sehen aber, dass auch Tesla unter diesen Schwierigkeiten leidet, Lieferprobleme, Supply Chain Issues. Also da hat der Elon Musk gesagt, das wird im Jahr 2022 anhalten. Probleme hat auch China. Wir sehen hier, will man jetzt offenkundig Evergrande aufspalten, um die Geschichte irgendwie zu retten seitens der chinesischen Regierung. Aber es ist ja nicht nur Evergrande am Immobiliensektor. Es sind ja so viele andere Unternehmen, die in Schieflage sind. Also das muss man im Prinzip verstaatlichen, wenn man die ganze Geschichte irgendwie auffangen will. Privatwirtschaftlich wird das wohl nicht gehen. Und apropos China und Russland. Jetzt hatte China und Russland haben sich weiter angenähert, sind ja eh schon ziemlich enge Verbündete, wollen ihre Koordination in asiatischen Sachen verstärken. Und jetzt ist die Frage, es wird ja sehr stark jetzt diese Kriegsgefahr thematisiert in den Medien, aber wir haben jetzt eben bald die Olympischen Spiele in Peking ab 4. Februar, die gehen bis 20. Februar. Wird Putin da angreifen, wenn sein Alliierter gerade versucht, möglichst schöne Winterspiele zu arrangieren oder zumindest sie so aussehen zu lassen, als wären sie schön? Das ist eher unwahrscheinlich und Putin läuft ja ein bisschen die Zeit weg. Ich hatte ja kürzlich einen Artikel geschrieben, worum es Putin wirklich geht und versuchte zu argumentieren, dass ich einen Krieg für relativ unwahrscheinlich halte. Und gestern hat auch ein hoher Regierungsbeamter aus der Ukraine gesagt, also wir sehen jetzt keine direkten Anzeichen für eine Invasion Russlands. Das ist etwas, was jetzt nicht schlimmer geworden ist, als es ohnehin war. Es ist seit 2014 so, meint er. Da hat sich jetzt gar nicht so viel geändert. Es stehen eben seitdem Truppen, russische Truppen an der ukrainischen Grenze. Also da ist man im Westen auch ein bisschen vielleicht zu hysterisch.
Wer weiß. Schauen wir uns nochmal das hier an, meine Damen und Herren. Crash die Fed, die Aktienmärkte heute um 19 Uhr mit dem neuen Co-Moderator Stefan Risse. Ich werde den Live-Link, unter dem Sie das Ganze sehen können, ab 19 Uhr unter in die Videobeschreibung machen, also unter dem Video, ebenso wie ein Hinweis auf den Artikel: Der DAX stürzt von seinem Tageshoch 450 Punkte ab. Was ist passiert? Wo mein Kollege Stefan Jäger nochmal zusammenfasst, was da eigentlich am Markt jetzt gespielt wird, was das für den DAX bedeutet, für die Aktienmärkte bedeutet. Auch das unter dem Video. Jetzt sage ich Servus und Ciao.